Gehst du den Weg des Herzens? Diese Frage wurde mir gerade eben in einer Zoom-Session gestellt. Und ich habe darauf eine eigene Antwort gegeben. Ich glaube, dass es diesen Weg des Herzens gerade dann gibt, wenn wir unser Herz entdecken, wenn wir eine Seelenberührung erfahren haben, vielleicht eine Seelenerweckung. Und ich glaube, dass der Weg des Herzens irgendwann übergeht in etwas, was ich gelebte Hingabe nenne. In meinem eigenen Leben ist es so, dass ich seit etwa 12 Jahren vom Tod aus rückwärts lebe. Das heißt, bei jeder wichtigen Entscheidung meines Lebens stelle ich mir vor, ich liege eines Tages auf meinem Sterbebett und blicke zurück auf die jetzige Situation. Mit welcher Entscheidung kann ich gut loslassen, mit welcher nicht? Und viele Entscheidungen werden ganz wesentlich, werden ganz einfach. Das Herz hat aber für mich eine wesentliche Funktion, aber anders als zu Beginn meines Weges. Zu Beginn meines Weges war der Weg des Herzens ein Weg, der mir eine Kontinuität nahelegte. Heute weiß ich, es gibt diese Kontinuität nicht. Es gibt nur jetzt, jetzt, jetzt. Es ist für mich wie ein Springen über Gletscherspalten oder ein Laufen über Wolken. Für mich gibt es nur das Jetzt. Und so wie ein Film aus lauter Einzelbildern besteht und er erweckt die Illusion eines Filmes, aber er besteht immer aus dem Jetzt. Das heißt, für mich ist das Herz die Unterstützung, im Jetzt zu sein. Und ich wurde auch gefragt, Carlos Castanedas Weg des Kriegers. Es gibt ja verschiedene Arten von Krieger und Kriegermöglichkeiten. Ich bin kein Krieger nach einem Ziel. Ich bin auch kein Krieger, um Recht zu haben. Ich bin auch kein Krieger für oder gegen etwas, sondern wenn ich ein Krieger bin, dann bin ich ein spiritueller Krieger und habe nur eine einzige Disziplin. Das Herz ist offen, der Geist ist still. Und die Umwelt kann machen, was sie will, ist vollkommen egal. Da kommen Enkelkinder zu Besuch, da kommen Klienten, da kommen Seminare, da gehen Seminare. Meine Aufgabe ist ganz einfach. Das Herz ist offen, der Geist ist still. Wann immer ich bemerke, mein Geist ist nicht still, gerade in stressigen, in herausfordernden Situationen, dann tue ich nichts. Denn wenn mein Geist nicht still ist, dann bringe ich eine Verzerrung in Zeit und Raum. Mit anderen Worten, ich kreiere Disharmonie in meinem Umfeld. Also wenn ich merke, da ist gerade Stress und der Geist ist nicht klar, tue ich nichts. Und die Haltung des spirituellen Kriegers ist für mich, das Herz ist offen, der Geist ist still. Und alle Vorstellungen, der sollte das und jenes sollte so sein und wenn nicht, und ist alles Wurscht. Ja? Und wenn das Herz offen ist und der Geist still ist, dann kommt aus diesem, man nennt das auch Herz-Hirn-Kohärenz, aber das ist für mich nicht eine Technik, das ist gelebte Lebenspraxis. Aus der Herz-Hirn-Kohärenz kommt eine Gegenwärtigkeit, eine Sicherheit, eine Klarheit. Da muss ich nicht überlegen, was könnte morgen sein, was war gestern. Ich brauche immer nur im Jetzt stimmig sein. Und gerade in Situationen, wo ich merke, jetzt mein Fakt gerade mein meint, ist es besonders wichtig. Das Herz ist offen, der Geist ist still und vorher mache ich nicht die Klappe auf, vorher handle ich nicht, vorher agiere ich nicht, vorher manifestiere ich nicht. Das ist für mich die Haltung des spirituellen Kriegers, der die Dämonen,
der Zwietracht, des Zweifels, des Argwohns, des Mindfucks, der Vergangenheit, Zukunft, dieses Ganze, der diese Dämonen zum Schweigen bringt durch. Das Herz ist offen, der Geist ist still. Mehr wird nicht gebraucht für diese neue Dimension, der wir uns zuwenden sollen. Das heißt, es gibt auch insofern nicht diesen Weg des Herzens, weil der hätte ja Vergangenheit und der hätte Zukunft. Das ist ganz einfach. Die Dinge sind, wie sie sind. Punkt. Wenn ich daran rumschraube, ändere, ich komme nur in Mindfuck. Für mich ist es ganz einfach. Das Herz ist offen, der Geist ist still und es geschieht, was geschieht. Liebe Freunde, das ist das Wort zum Vatertag. In 5 Minuten beginnt unsere Gruppenmeditation. Deshalb mache ich hier Schluss. Ich hab euch lieb, euer Klaas.